Erneuerbare Energien stehen nicht immer zur Verfügung. In der Nacht scheint keine Sonne, im Winter fließt nicht so viel Wasser in den Flüssen und der Wind bläst auch nicht immer. Zu jenen Zeiten greifen wir auf fossile und atomare Energiequellen zurück. Wenn wir uns also von diesen schmutzigen Energiequellen verabschieden wollen, brauchen wir Energiespeicher. Vor allem jene, die es uns ermöglichen, Energie vom Sommer in den Winter zu speichern. Wirklich stromunabhängig zu sein, ist für viele noch ein Traum. Aber nicht mehr für das Büro der Holzwild Murau. Ein neuartiges Energiesystem namens Wasserstoff-Energiezelle Johann ermöglicht es, Wasserstoff aus einem der erneuerbaren Energieträger wie Sonne, Wasser, Wind, Geothermie oder Bioenergie zu gewinnen, große Mengen Energie zu speichern und diese wieder abzurufen, wenn sie benötigt werden. In der Nacht, bei starker Bewölkung oder vor allem in den Wintermonaten, wenn die PV-Anlage wenig oder gar keinen Strom liefert, erzeugt die Wasserstoffenergiezelle den benötigten Strom für das Gebäude, das somit 365 Tage rund um die Uhr mit vor Ort erzeugtem ökologischem Strom versorgt wird. Im Falle des Holzfeldbüros wird die Energie aus einer 15 kW Peak Photovoltaikanlage gewonnen. Mit einer intelligenten Steuerung wird gerade benötigter Strom sofort ins Stromnetz des Gebäudes geleitet. Wenn mehr Strom zur Verfügung steht, als im Gebäude gebraucht wird, wird dieser zuerst in einen Batteriespeicher eingelagert. Ist der Batteriespeicher voll, wird die produzierte erneuerbare, überschüssige Energie mit Hilfe der Elektrolyse von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt und so gespeichert. Grob erklärt wird Wasser, also H2O, bei der Elektrolyse in die beiden Elemente Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Wird Gleichstrom durch das Wasser geleitet, wandert der negativ geladene Sauerstoff zur positiv geladenen Anode, während sich an der negativ geladenen Kathode Wasserstoff sammelt und in Druckspeicherbehältern eingelagert wird. Dieser Wasserstoff kann Tage, sogar Monate später wieder abgerufen werden. Wird wieder Strom benötigt, wird zuerst der Batteriespeicher entleert und in weiterer Folge wird der eingelagerte Wasserstoff mit Hilfe einer Brennstoffzelle wieder in nutzbaren Strom und Wärme umgewandelt. Was passiert denn eigentlich in der Brennstoffzelle? Im Inneren der Brennstoffzelle befinden sich zwei Kammern, Anode und Kathode, die durch eine hauchdünne Folie getrennt sind, die nur für Protonen durchlässig ist. In die erste Kammer wird der gewonnene Wasserstoff eingeführt, in die andere Kammer normaler Sauerstoff aus der Umgebungsluft. Da beide Stoffe miteinander zu Wasser reagieren möchten, dies aber aufgrund der Trennfolie nicht können, spaltet sich der Wasserstoff in der Anode in Protonen und Elektronen auf. Die Protonen können durch die Trennfolie dringen, während die Elektronen über ein außen gelagertes Kabel an die Kathode zum Sauerstoff wandern und dabei Strom erzeugen. In der Kathode reagieren die einzelnen Teilchen zu Wasser, das als Abfallprodukt übrig bleibt. Zusätzlich zum Strom erzeugt die Wasserstoffenergiezelle auch Wärme, die ins Gebäude geleitet wird und dort für wohlige Raumtemperatur sorgt. Außerdem ist das Büro der Holzwild Murau im Falle eines großflächigen Stromausfalls, eines sogenannten Blackouts, für mindestens 14 Tage weiterhin mit Strom versorgt.